Wir haben hier die Smart Look App. Wir gehen hier auf Registrieren. Dann geben wir hier unsere Handynummer ein oder E-Mail. Dann drücken auf Validierung per E-Mail. Registrierung kriegt man eine vierstellige Code dann per E-Mail. Auch bitte in Spam reinschauen. Andernfalls mit Telefon kriegt man es per SMS, den vierstelligen Code. Dann läuft die Frist von einer Minute. Bitte dann in der Zeit das Eigenpasswort einstellen. Genau, die Zustimmung als Benutzer generieren und dann auf Registrieren drücken.